Was nützt das beste Angebot auf diesem Planeten, wenn du keine Besucher auf deiner Seite hast, die es sehen? Ich meine, jeder im Internet will mehr Traffic. Alle lechzen danach nach dem Strom von unendlichen Besuchern auf den eigenen Webseiten, um mehr und immer mehr zu verkaufen. Und das Wort heißt verkaufen! Ihr solltet euch auf die Socken machen und verkaufen, verkaufen, verkaufen! Heute will ich dir deshalb aus meiner Sicht die besten Quellen für zuckersüßen Traffic enthüllen. Aber vor allen Dingen will ich dir eine Idee mitgeben, mit dem Wissen aus 11 Jahren Online-Marketing, wenn ich es noch einmal von Anfang an tun müsste. Ich meine, komm, du kennst das Verlangen. Du baust eine Webseite oder startest einen YouTube-Kanal, erstellst einen Blog oder wie auch immer deine Leidenschaft ist. Du erstellst ein paar Inhalte, ein paar Leute, die tröpfeln dann so hinein und loben vielleicht sogar deine Arbeit. Und das gibt dir das Gefühl, endlich gefunden worden zu sein. Und dann hast du Blut geleckt. Der Heißhunger nach immer mehr Traffic, der lässt dich nicht mehr los. Nicht stark, zumindest am Anfang, aber du ertappst dich dabei, dass du in merkwürdigen Momenten abschweifst, wie zum Beispiel beim Autofahren, beim Abendessen oder beim Fernsehen und in stille kleine Selbstgespräche abdriftest, wie du mehr Besucher auf deine Webseite bekommen kannst. Und es wird schlimmer. Du verwandelst dich nicht nur in jemanden, der mit der Online-Marketing-Sache so ein bisschen herumspielt, sondern in einen ernsthaften Cyberjünger, der in seiner Mittagspause nach Traffic-Strategien googelt, Webinare statt Filme anschaut oder YouTube-Videos förmlich inhaliert. Aber weißt du was? Ich kann das absolut nachempfinden. Ich bin der König der Traffic-Junkies, nur mit einem leider echten Auerproblem. Und davon berichte ich dir jetzt, damit du nicht den gleichen Fehler machst. Denn ich war blind und naiv. Und das willst du doch nicht sein, oder? Genau deshalb habe ich hier 10 Methoden für mehr Besucher auf deinen Webseiten, von Traffic kaufen bis Traffic generieren. Und du und ich, wir beiden Traffic-Verrückten, wir machen uns jetzt verschwörerisch daran, sie zu erkunden. Und dann verrate ich dir einen meiner allergrößten Fehler in meiner gesamten Online-Marketing-Karriere. Wenn du dich also das nächste Mal nach mehr Besuchern für deine Webseite umschaust, dann probier doch einfach mal die nachfolgenden Strategien. Fangen wir an mit Platz 10. Pay-per-Click, PPC-Anzeigen kaufen, also Werbung schalten. Wenn man auf die vorherrschende Meinung hört, dann sollte das ja eigentlich auf Platz 1 stehen. Stimmt's? Ich persönlich habe es aber auf Platz 10 gestellt und das hat natürlich einen Grund. Und ja, natürlich, es hat mit dem größten Fehler in meiner Karriere zu tun. Denn ich liebe das. Es ist so schnell, es ist so einfach, wenn du weißt, was du tust. Also pass auf, PPC-Anzeigen funktionieren selbstverständlich. Ich setze seit Beginn an meiner Karriere da drauf. Es gibt nur einen einzigen Haken an der Sache. Je nach Nische, in der du unterwegs bist, ist das ganz schön kostspielig. Bis du deinen Traffic bekommst, dass er profitabel für dich wird, da musst du manchmal investieren. Und jipp, ganz richtig, also am Anfang kann es ziemlich gut sein, dass du erst einmal Geld drauflegst, bevor du überhaupt etwas daran verdienst. Das ist blöd, oder? Aber die Frage ist ja, woran liegt das überhaupt? Nur, das ist ganz einfach, weil deine Landingpages am Anfang wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie du es gerne hättest. Also solltest du sie durchtesten. Andere Überschriften, andere Preise, andere Bilder, vielleicht sogar komplett andere Angebote, Buttons etc. etc. Aber noch ein weiteres, stark unterschätztes Problem hast du mit PPC-Traffic. Vor allen Dingen in ganz bestimmten Nischen. Die Traffic-Quelle versiegt. Irgendwann ist dein kompletter Markt einfach erreicht. Und dann braucht es wieder andere Angebote, andere Aufhänger für deine Anzeigen, für deine Werbung, für deine Landingpages oder ganz, ganz andere Werbung und. Wer also schon glaubt, mit einem Klick Traffic zu bekommen, der hat gewissermaßen recht.
Wer aber denkt, dass damit die Geschichte ein Happy End hat, ja, der irrt gewaltig. Es ist ein ständiges Anpassen und Justieren, Testen und Ausprobieren. Mach dir bitte nichts vor. Online-Marketing ist und bleibt Arbeit. Dennoch, bezahlte Werbung ist wirklich immer noch der schnellste und sogar effektivste Weg, um Traffic aufzubauen und über das Internet dann tatsächlich auch Geld zu verdienen. Fertig aus, daran gibt es überhaupt nichts zu diskutieren und du kannst sicher sein, das wird auch immer so bleiben. Dennoch ist es kurzfristig gedacht. Wenn ich schon ein neues Business aufbaue, dann sollte ich schon von Anfang an intelligent vorgehen. Und intelligent, damit meine ich nachhaltig. Übrigens gilt das selbstverständlich auch für lang bestehende Unternehmen, die jetzt Online-Marketing für ihr Geschäft einsetzen wollen. Gut, also, deshalb ist bezahlte Werbung bei mir in der Liste der 10 besten Traffic-Quellen auf Platz 10. Kommen wir zu Platz 9. Und das sind Gastbeiträge. Geh in deiner speziellen Nische auf die Suche nach den großen Webseiten mit ihren großen Artikeln und großen Blogs. Manche bieten ganz offiziell auf ihren Webseiten die Möglichkeit an, dass du dort einen Gastbeitrag veröffentlichst. Und andere, da gehst du einfach hin und fragst an, hey, wie sieht's aus, kann ich bei euch einen Gastbeitrag veröffentlichen? Liefere deinen Gastbeitrag einfach als Word-Dokument oder als sonstiges zu öffnendes Dokument einfach mit. Jetzt würdest du vielleicht sagen, oh, dann ist ja mein Content weg. Das hätte ich früher gesagt. Früher hätte ich gesagt, okay, lass das mal sein. Heutzutage klaut dir so schnell keiner mehr deinen eigenen handgeschriebenen Content, denn das kann ganz schön bösen Ärger geben, selbst wenn man ihn umschreibt. Ja? Dann müsstest du ihn ja komplett von neu umschreiben, dann kannst du auch einen neuen Beitrag schreiben, denn Streitigkeiten im Bereich Urheberrecht, die haben einen Streitwert von 30.000 Euro aufwärts. Das riskiert so schnell keiner mehr. Übrigens, mein erster Gastbeitrag war 2011 über das Thema Werbetexten, Verkaufstexten bei Per Wanninger auf der Webseite Selbstständig im Netz. Und das brachte mir von Anfang an eine Menge Aufmerksamkeit und einen Backlink. Platz 8, Podcast-Interviews. Bei Podcastern ist es wie bei Tageszeitungen. Sie haben immer ein wirklich ernsthaftes Content-Problem. Sie brauchen also immer wieder frischen Content. Die Jagd nach frischem und unterhaltsamen Content, um es nochmal deutlicher zu sagen, bleibt wirklich der größte Engpass für Podcaster. Und dann kommst du daher. Der Retter in der Not, Heilsbringer, Content-Überlieferer. Nee, mal ehrlich, hast du schon mal darüber nachgedacht, dich selbst für ein Podcast-Interview zur Verfügung zu stellen? Nein? Aha, dann ist sehr wahrscheinlich eine ziemlich coole Traffic-Quelle einfach so an dir vorübergegangen. Ich habe zum Beispiel mich für ein Interview angeboten bei Markus Habermehl, dem Panzerknacker-Podcast, und habe dort ein Interview bekommen. Also Markus hat mich interviewt zum Thema E-Mail-Marketing. Das hat mir eben dann auch noch einmal Aufmerksamkeit und einen Backlink gebracht. Platz 7. Selbstverständlich darf das nicht fehlen in der Liste Social Media Marketing. Das hast du schon 100-mal gehört, aber lass mich meine Takte dazu sagen. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, natürlich auch YouTube haben hunderte von Millionen von Usern, die sich zu jedem erdenklichen Thema in irgendeiner Art und Weise organisieren. Sei es Facebook-Gruppen oder. In jedem dieser Kanäle präsent zu sein, ist aus meiner persönlichen Sicht ein großer Fehler. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast, wahrscheinlich eher nicht so häufig. Das heißt nämlich immer, mach eine riesen Social-Media-Content-Strategie. Ich bin kein Freund davon. Meine Empfehlung ist, such dir eine Lieblingsplattform aus, mit der du dich wohlfühlst und wo du auch deine Zielgruppe am besten erreichst. Dazu sage ich dir gleich noch etwas. Du kannst deine Inhalte, die du dort publizierst, dann am Ende auch aufbereiten und für andere Plattformen verfügbar machen. Und es gibt eine Menge an Tools und Plugins, mit denen du dann automatisiert einen Beitrag auf vielen verschiedenen Plattformen veröffentlichen kannst. Wenn du also regelmäßig bemerkenswerte Inhalte in Social Media veröffentlichst, dann können die sozialen Netzwerke wirklich zu wirklich echt großen Mitspielern in deiner Traffic-Statistik werden. Du kannst sogar regelrechte Traffic-Spitzen bekommen, also wirklich, wo mal was los ist, wenn du zum Beispiel einen Inhalt veröffentlichst, der irgendwie dann auch viral geht. Und mein Tipp zum Thema virale Inhalte: Ich würde es tatsächlich hin und wieder ganz bewusst darauf anlegen, virale Inhalte zu veröffentlichen. Am ehesten sind virale Inhalte vor allen Dingen, wenn sie
komisch sind, humoristisch besonders, urkomisch in irgendeiner Form oder besonders provozierende Inhalte haben. Kennst du eigentlich das allererste virale Video, ein Video, das sich im Internet verbreitet hat und dann tatsächlich von einer Nachrichtenagentur oder von einem Nachrichtensender das Wort viral verpasst bekommen hat? Das ist das sogenannte Bike Lane Interview von dem brillanten Casey Neistat. Ich bin ein Riesenfan von diesem Mann. Dieses Video stammt aus 2011 und er bekam einen Strafzettel dafür, dass er in New York nicht den Fahrradweg benutzt hat. Stand heute hat dieses Video 28 Millionen Aufrufe. Ich für meinen Teil übrigens, ich verehre YouTube, ich liebe YouTube, deswegen bin ich auch hier. Und nur falls es dich interessiert, wo ich persönlich aktiv bin. Instagram war und ist einfach nicht so mein Fall. Warum ich dir das erzähle, ist ganz einfach. Es gibt einen interessanten Fakt an der Tatsache. An sich ist Instagram nämlich eigentlich eine Fotoplattform gewesen. Sie wird immer mehr Video, aber eigentlich war die Positionierung ganz klar Fotos. Und ich kann einfach keine Fotos machen. Ich bin dazu nicht in der Lage. Was ich aber kann, das sind Videos. Und YouTube war schon immer eine... Aber nochmal ganz kurz zu meinem vorherigen Gedanken. Viele Content-Markter denken, dass sie alle Medien beherrschen müssen. Dann wollen sie einen Blog, dann wollen sie einen Podcast, einen YouTube-Kanal, ein Buch und einfach alles. Ich habe es erst kürzlich wieder gehört, wie jemand gesagt hat, er hätte gerne einen Podcast. Am Anfang ist das meiner Meinung nach ein absoluter Fehler, weil du dich damit verzettelst. Wenn du aber erst einmal irgendwo ein Publikum hast, ein Standing, ein Medium aufgebaut hast, dann ist die Ausweitung auf ein anderes wirklich eine kluge Strategie. Der Grund dafür, den hast du vielleicht noch nicht so gehört. Die Zielgruppen in den einzelnen Medien, die überschneiden sich nicht so dramatisch, wie du vielleicht jetzt glaubst. Zum Beispiel, Menschen, die Blogbeiträge über Marketing lesen, können komplett andere Menschen sein als diejenigen, die einen Podcast zum Thema Marketing hören. Das können wirklich sogar ganz unterschiedliche Zielgruppen sein. Das liegt an den unterschiedlichen Lerntypen. Es gibt zum Beispiel auditive, visuelle, audiovisuelle, noch weitere wie zum Beispiel kinästhetische Lerntypen. Und natürlich auch eine Mischung aus all dem. Kurz erklärt, die einen lernen über das Zuhören, die anderen über das Zuschauen, dann wiederum welche zuschauen und zuhören und wiederum andere brauchen sogar noch den Stift dazu, um etwas aufzuschreiben, damit es sich besser einprägt. Übrigens ist das auch ein Punkt für Altersgruppen. Ältere Menschen sind es gewohnt, eher zu lesen. Das heißt also, so schnelle Videos, wie man sie von YouTube kennt, mit diesen klassischen Jump Cuts, die sind nicht unbedingt hilfreich für diese Zielgruppe. Und ich zum Beispiel, ich höre eigentlich überhaupt keine Podcasts, weil ich einfach der 100%ige audiovisuelle Typ bin. Sehen und hören. Über Hören behalte ich mir nichts. Ich lerne am allerschnellsten über Videos. Wenn du also in andere Medien expandierst und du damit deine potenzielle Reichweite erhöhst, weil du unterschiedlichste Zielgruppen abholst, bedenke, wie du dann deine Inhalte aufbereitest. Ja, Platz 5 ist SEO, also die Suchmaschinenoptimierung. Ich sag dir was, die meisten Menschen missverstehen SEO vollkommen. Und ich habe das ebenso jahrelang wirklich missverstanden, beziehungsweise ich wollte es einfach ignorieren und ich habe das auch wirklich sehr gekonnt ausgeblendet. Es war ein Fehler. Ja, die meisten Menschen im Internet denken, es geht hier um technische Aspekte, wie zum Beispiel die Häufigkeit an Keywords, die du in deinen Beiträgen verwendest oder deine Link-Architektur, die du aufbaust. Das sind Faktoren, allerdings würde dir jeder SEO-Experte sagen, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt wirklich funktioniert und es einen viel, viel, viel wichtigeren Faktor gibt. Und welcher das ist? Folgendes. Links aus vertrauenswürdigen Quellen. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Zum Beispiel einen Link vom großen Neil Patel zu bekommen oder wirklich einen echten Link, auch Backlink genannt, von Amazon. Das ist unendlich viel mehr wert als ein Link, weiß ich nicht, früher waren das Webverzeichnisse, ja, wo man einfach irgendwelche Links angelegt hat, die dann auf die Seite leiten. Ja, die sind einfach nicht so schwergewichtig, wie wenn da wirklich ein Link von einer Webseite kommt, die hohes Vertrauen im Internet genießt. Also wie bekommst du denn überhaupt Links von solchen Seiten? Jetzt waren ja nur Beispiele von vertrauenswürdigen Quellen. Ja? Ich sage zwar jetzt ganz einfach, vielleicht ist es aber nicht ganz so einfach. Erstelle groß
artige Inhalte. Mach dir also Gedanken darüber, was deine Zielgruppe wirklich will, was sie sehen will und was deine Zielgruppe wirklich braucht, um es großartig zu finden. Und zwar nicht nur so ein bisschen toll, sondern echt klasse, so dass auch einflussreiche Leute auf die Idee kommen, auch mal darüber zu sprechen. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du diesen Teil wirklich gut erledigst, dann ist der Rest von der Suchmaschinenoptimierung wirklich sehr, sehr viel leichter. Und ich gebe es nochmal zu, ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, aber hey, ganz ehrlich, wenn ich einen einfachen Job will, dann gehe ich halt in die Küche zu McDonald's oder ich gehe ans Fließband. Nichts gegen diese Berufe. Es geht ja nur darum, wenn ich nicht drüber nachdenken will, was ich tue, dann mache ich sowas. Das hier ist was anderes. Ich persönlich suche die Herausforderung und ich will über mich hinaus wachsen. Ich will wachsen. Und meine Frage, wie ist es denn mit dir? Okay, Platz 4. Interviews von Autoritäten in deiner Nische. Okay, das solltest du vielleicht wissen, oder? Aber warum ist das eigentlich so cool? Und was ich dir jetzt sage, daran denken eben die wenigsten. Traffic kommt von Links. Ja, Links, die auf deine Seite verweisen. Das haben wir ja jetzt schon geklärt. Und Links entstehen aus einer Kombination aus zwei wichtigen Dingen. Das eine ist, wirklich unglaublich guten Content zu erstellen. Und das andere sind selbstverständlich starke Verbindungen. Also Stichwort Netzwerk. Interviews sind für sich genommen erstmal vielleicht großartige Inhalte, schon klar, aber sie eignen sich auch hervorragend, um mit einflussreichen Persönlichkeiten und Menschen in Kontakt zu kommen. Und wenn du ihre Zeit respektierst und wirklich aufschlussreiche Fragen stellst, dann wirst du überrascht sein, wie lange sich solche Menschen an dich erinnern. Dabei spielt es noch nicht mal so eine große Rolle, wie groß dein Publikum ist. Denn als ich zum Beispiel mit dem Bloggen anfing, da habe ich Interviews mit deutschsprachigen Kollegen geführt, die schon viel weiter waren als ich. Allerdings auch mit amerikanischen Größen, an die man früher wirklich nicht so leicht herankam. Und das hat mir damals, 2012 habe ich mich sehr stark darauf konzentriert, das hat mir damals den Respekt aus meinem deutschsprachigen Kollegenkreis gebracht. Und so habe ich mich dann auch entwickelt. Auch daran solltest du denken. Und das ist etwas, was dir kaum einer sagt, was du aber im Hinterkopf behalten solltest. Ich sage nur, probier es aus. Das ist eine der einfachsten Traffic-Strategien, die man umsetzen kann. Und das ist erstaunlich, wie viele Verbindungen du damit schaffen kannst. Bedenk mal bitte einen Fall. Du bringst dich auf diese Weise in Erinnerung und hast dann auch noch ein gutes Angebot. Mit diesem Netzwerk kannst du deinen Kollegen fragen, hier, hör mal, hast du nicht Lust, das mal zu empfehlen? Wenn der einen guten Gedanken über dich hat und du lässt ihn das Produkt anschauen, denn er findet das gut, muss ich noch mehr sagen? Es gibt einfach nichts über ein gutes Netzwerk. Also einfach Interviews zu machen, wie man das so oft sieht, das ist nicht wirklich die Lösung oder nur eine sehr, sehr, sehr kurzfristige Lösung. Aber besondere Interviews mit dem etwas Zucker dahinter, und zwar in beide Richtungen gedacht, wie ich sie dir jetzt gesagt habe, die bringen dich weiter. Jetzt wird es aber langsam mal so richtig ernst. Wir kommen jetzt zu Punkt 3 und das ist, baue deine E-Mail-Liste auf. Was ist der wirklich einfachste Weg, um Besucher zu bekommen? Schicke eine E-Mail-Liste an deine bestehenden E-Mail-Abonnenten. Also angenommen, du schickst eine E-Mail mit einem Link zu deinem Blogbeitrag an 1000 Abonnenten. 20% von diesen 1000 Abonnenten, also 200, klicken auf deinen Link. Die schauen sich also jetzt deinen Blogbeitrag an. Und wenn du es erreichst, dass der so gut ist, dass deine Leser diese 200 das teilen oder einen Teil davon logischerweise teilt, was passiert dann? Dann wächst auch damit dein Traffic. Und ich kann dir auch hier wieder einen Fehler sagen, den ich jahrelang gemacht habe, interessanterweise, ist es, den Call to Action vernachlässigt zu haben. Was meine ich mit Call to Action? Ganz einfach, dass man wirklich in seinen Beiträgen, in seinem Content gezielt aufruft, diesen auch zu teilen. Hey, bist du zufrieden mit diesem Content? Hat er dir geholfen? Dann hey, wie wäre es, wenn du mir hilfst, dass er auch anderen hilft? Teile ihn mit deinen Leuten und sorg dafür, dass es auch ihnen weiterhilft. Ja, ein einfacher Call to Action, um jemanden aufzurufen, deine Inhalte zu teilen. Und so verbreitet sich das. Ich komme gleich noch genau darauf zu sprechen, mit welcher Vorgehensweise du dafür sorgst, dass das über die Jahre wächst. Und deshalb ist es auch so wichtig, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist Traffic auf
Abruf. Nicht nur für direkte Verkäufe, auch dafür ist es selbstverständlich wichtig und richtig, sondern auch für nachhaltiges Wachstum. Es ist sogar umso wichtiger, für das Wachstum der eigenen E-Mail-Liste zu sorgen. Das muss für dich absolut oberste Priorität haben, um deine Besucherzahlen auch damit dann sukzessive weiter zu steigern. Richte also ganz schnell, so schnell du kannst, am besten jetzt gleich direkt nach dem Video E-Mail-Marketing für deine Webseite ein. Such dir einen saftigen Anreiz, ein tolles Freebie, irgendetwas, was du im Tausch gegen die E-Mail-Adresse weggibst. Übrigens, ich nutze für mein E-Mail-Marketing Quenten und das schon seit Jahren. Ich habe auch ein Jahr für Quenten als Marketingverantwortlicher gearbeitet. Hier gibt es ein fantastisches Webinar, das dir diesen Trick mit dem Anreiz näher bringt und zeigt, wie Marketing-Automation funktioniert. Ich verlinke dir das mal hier oben. So, dann kommen wir schon zu Punkt 2. Das ist die Zielgruppenanalyse. Jetzt wirst du sagen, hä, was soll mir das denn bitte bringen? Wie soll mir denn eine Zielgruppenanalyse überhaupt Traffic bringen? Ganz einfach, sie ist kritisch und unbedingt notwendig. Denn all diese vorangegangenen Empfehlungen bringen dir rein gar nichts, wenn du an deiner Zielgruppe vorbeiquatschst. Nimm doch nur mal das ganz einfache Beispiel aus Tipp 6. Wenn du jetzt hingehst und willst Senioren dabei helfen, nebenberuflich Geld zu verdienen, dann wäre ein YouTube-Kanal mit schnellen und hektischen Jump-Cuts in den Videos wahrscheinlich eher nicht die geeignete Variante. Dann kann man vielleicht YouTube nutzen, da solltest du aber dringend darauf achten, dass du die Videos entsprechend deiner Zielgruppe aufbereitest, sonst hast du von Anfang an schlechte Karten. Zudem wäre ein Blog oder Podcast aus meiner persönlichen Sicht sogar die bessere Lösung, ist allerdings jetzt an der Stelle nur eine Vermutung. Im Grunde trifft es aber den Kern meiner Aussage. Du kannst nur dann großartige Inhalte erstellen, wenn du die Menschen verstehst, für die du sie erstellen willst. Was wollen die eigentlich haben? Das macht doch absolut Sinn. Denk doch mal drüber nach. Deswegen ist mein zweitwichtigster Tipp auf diesem Planeten, um mehr Traffic auf deine Webseiten zu bekommen, lerne die holistische Zielgruppenanalyse. Ich habe dazu ein Webinar. Dieses Webinar habe ich dir hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken, Termin suchen, anmelden und etwas darüber erfahren. Und jetzt kommen wir zum aller wichtigsten Tipp, um tonnenweise Traffic zu bekommen. Und der lautet, formuliere die perfekte Überschrift für deine Inhalte. Ich meine, mal einfach so gefragt, wenn du in 5 Minuten das 50-fache deiner Besucherzahlen auf deinen Webseiten steigern könntest, würdest du das machen? Du würdest so wahrscheinlich sofort sagen, hey, was muss ich dafür tun? Sag's mir sofort und ich sage es dir auch jetzt sofort. Du würdest wahrscheinlich sagen, kein Problem, will ich machen. Okay, hör dir Folgendes an. Einer der erfolgreichsten Überschriften aller Zeiten war diese. Sie lachten über mich, als ich mich ans Klavier setzte, doch als ich zu spielen begann. Das ist eine Überschrift von 1926, meine ich mal, war das gewesen, für einen Klavierkurs an den Mainstream über viele verschiedene Tageszeitungen. Es war also keine zuvor genau benannte Bedarfsgruppe. Das Ganze ging an die breite Masse. Diese Überschrift besitzt eine ganz, ganz besondere Energie. So stark, so gut, dass sie schon in unzähligen Varianten auf diese Weise in ganz vielen verschiedenen Branchen angewendet wurde und immer mit Erfolg. Auch ich habe das Ganze gemacht. Ich habe es mal in unserem Markt getestet für einen großen Auftrag. Und diese Überschrift brachte 38.800 Euro mehr Umsatz als die andere, die wir dagegen getestet haben. Würdest du also Werbung auf eine Anzeige mit einer so starken Überschrift senden, dann würden selbstverständlich sehr viel mehr Menschen sich davon angesprochen fühlen und dann ja auch draufklicken, um zu erfahren, was hat er denn dahinter und was heißen mehr Klicks? Mehr Klicks, mehr Traffic, ist doch ganz logisch. Die Wahrheit ist nämlich, wenn deine Überschrift eben nicht interessant genug ist, dass sie jemanden anhält, Interesse weckt und dazu bringt, auf deine Angebote zu klicken, yo, dann hast du eben einfach auch sehr viel weniger Traffic.
Und das gilt übrigens auch für Social-Media-Beiträge, Blog-Beiträge, YouTube-Titel, Instagram-Titel, für was auch immer. Eine höhere Klickrate ist zum Beispiel auch ein Punkt, den Facebook und Google mit in ihre Relevanzbewertung einfließen lassen. Bei Facebook heißt es Relevance Score, bei Google Ads heißt es Quality Score. Das heißt, je höher die Klickrate, desto eher zahlst du auch weniger für deine Werbung. Ja? Und das Schöne ist doch, du kannst deine Überschriften in wenigen Minuten ändern. Du kannst das immer mal wieder testen. Und deswegen ist genau das mein aller wichtigster Tipp. Konzentriere dich auf deine Headlines und fange an, diese zu überarbeiten. Ich gebe es zu, eine gute Schlagzeile zu schreiben ist nicht ganz so einfach und braucht ein bisschen Zeit. Ich habe dafür eine ganze Menge Videos gemacht. Ich verlinke dir die gesamte Playlist zum Thema Werbetexten und Überschriften. Hier oben kannst du dir anschauen. Da gibt es auch ein Buch von mir. Wenn du es noch nicht hast, kannst du es dir bestellen. Was auch immer du tust, mach bitte nicht den Fehler zu denken, dass du Schlagzeilen so mal ebenso machen kannst. Hauptsache, sie sind fertig. Meiner nicht ganz so bescheidenen und hochqualifizierten Meinung nach ist es der schnellste und einfachste Weg, deine Besucherzahlen in die Höhe zu treiben, wenn du eben deine besseren Überschriften schreibst. Nichts anderes kommt auch nur annähernd in Frage. Und nochmal, das gilt für alle Arten von Inhalten, egal ob du einen YouTube-Kanal betreibst oder einen Podcast, ob du Blogbeiträge veröffentlichst, auf Instagram, Twitter, wo auch immer du unterwegs bist, es zählt immer. Nimm mich hier bitte beim Wort und teste es. Lerne auch Überschriften zu testen. Und teste nicht nur Überschriften. Mach das, was ich dir gesagt habe hier in diesen 10 Tipps. Teste das alles durch, probier es aus, lass doch die Ergebnisse einfach für sich sprechen. Und wenn das so gut für dich funktioniert hat, kommst du wieder und sagst mir, dass es so war. Und wenn nicht, kannst du es mir natürlich auch sagen. Denn die wirklich ehrliche Antwort ist, dass all das, was ich dir heute hier gesagt habe, 100% wertlos ist, wenn du es nicht anfängst anzuwenden, wenn du nicht umsetzt. Etwas zu tun ist wirklich die absolut beste Traffic-Strategie. Ich weiß, das will mal wieder niemand hören, aber ich halte es für meine Aufgabe, es dennoch zu sagen. Denn einen Fehler, einen wirklich ernsthaften Fehler, den habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe ausschließlich auf bezahlte Werbung und Marketing mit Partnern gesetzt. Ich war zu faul, immer diese beständige Arbeit für Social Media Marketing oder zu betreiben. Wenn ich noch einmal neu starten müsste, dann wäre meine Strategie übrigens wie folgt. Erstens, natürlich eine ordentliche Zielgruppenanalyse, das liegt mir im Blut, das tue ich seit 11 Jahren, darauf bin ich spezialisiert, das ist mein Beruf. Zweitens, eine einzige Social-Media-Plattform, aus der ich dann auch alle weiteren Inhalte erstelle. Für mich ist das YouTube, weil mit YouTube, mit einem Video, ist es sehr viel einfacher, weiterführende Inhalte zu erstellen. Drittens, beständig und nach einem Muster, zum Beispiel einmal die Woche, zu veröffentlichen. Und das Schlüsselwort, du hast es herausgehört, ist hier beständig. Nicht so wie ich, irgendwann keine Lust mehr haben und aufzuhören. Ich sag dir das ja nicht ohne Grund. In 11 Jahren Online-Marketing habe ich aus meinen Fehlern gelernt. Lerne du aus meinen Fehlern. Committe dich, lege dich fest, lege deine Strategie fest, halte sie so einfach wie möglich und halte dich konsequent und beständig daran. Viertens, gute Überschriften für deine Inhalte, gute Inhalte, gute Angebote. Lege Wert auf Sorgfalt. Fünftens, hey, ohne E-Mail-Marketing kein gutes Online-Marketing. Wer heute noch auf E-Mail-Marketing verzichtet, dem kann ich wirklich überhaupt nicht mehr helfen. Bei 38 Euro Return on Investment pro eingesetzten Euro im E-Mail-Marketing. Ja, und zuletzt sechstens dann eben die bezahlte Werbung. Ja, und wenn ich bezahlte Werbung nutze, immer mit dem Fokus, die E-Mail-Liste aufzubauen, die mir dabei wieder hilft, durch Social Media Marketing oder meine Blogbeiträge die ganze Sache zu verteilen, ein Call to Action, damit sich das auch verbreitet. Und diese beständige Arbeit ist etwas, was du in deinem Alltag wirklich, in deinem geschäftlichen Alltag fest integrieren solltest, und dann wächst das. Ich habe von Kollegen Webseiten gesehen, die nicht aufgehört haben, dass seitdem, die haben mit mir zusammen 2010 angefangen, die haben heute 100.000 Besucher auf der Seite.
So, und jetzt zum Abschluss, um noch einmal ganz konkret die Frage aus meinem Videotitel zu beantworten. Was ist eigentlich besser, gratis Traffic zu generieren oder Traffic kaufen? Nicht oder, beides. Und das natürlich von Anfang an. Das ist ein glasklares Konzept, das ich so auch in meinen Nischen anwende, und jetzt schwappt es endlich mal rüber in mein Kerngeschäft. Und ganz ehrlich, über den Schuster mit seinen Leistenbrüchen, darüber brauchen wir nur wirklich jetzt nicht zu sprechen. Nein, das wollen wir nicht. Also, hör auf, ein Traffic Junkie zu sein und geh hin, setz dich auf den Popo und setz dich an die Arbeit, ganz ernsthaft. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, teile meinen Beitrag, lass andere davon erfahren, damit es auch anderen hilft. Ich freue mich darüber. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du hast ein Rückgrat und sagst mir warum in den Kommentaren. Und das andere ist, ey, klick doch einfach zweimal auf den Daumen runter. Ich freue mich auf dich, bis im nächsten Video, bis dahin. Bye, bye.